Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Heute, wie ihr seht, mit einem neuen Photographisch-Logo. Ich habe es endlich geschafft. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne euren Kommentar bzw. eure Meinung dazu schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber das soll nicht weiterhin unser Thema sein. Heute unser Thema, nämlich die Porträtretusche. Vorweg, ich bin kein großer Freund von übertriebener Retusche. Wie man das auf sehr, sehr vielen Zeitschriften heutzutage sieht, da sehen die abgebildeten Personen einfach nicht mehr echt aus, nur noch wie Puppen. Und allerdings ist das Geschmackssache und daher mache ich ein Tutorial dazu, um euch die Techniken einfach etwas näher zu bringen und dann könnt ihr natürlich selbst entscheiden, wie stark ihr welchen Effekt anwenden wollt. Ich habe hier beispielsweise das Porträt von Cameron Diaz schon mal auf eine Zeitschrift, beziehungsweise auf meine Zeitschrift in Anführungsstrichen gesetzt. Das Porträt ist bereits von mir retuschiert, vorher sah das so aus. Und wenn das Bild auf eine Zeitschrift gedruckt werden würde, wäre es natürlich auch nicht so das Ding der Dinge. Um den Effekt vorher-nachher nochmal zu verdeutlichen, habe ich nochmal ein vorher-nachher-Bild erstellt. Und wir können sehen, was wir alles vor uns haben. Einerseits werden wir unsere Haut glätten, beziehungsweise den Farbton der Haut etwas angleichen. Dann werden wir unsere Augen etwas aufhellen und den Farbton der Augen vielleicht noch etwas hervorheben. Dann werden wir natürlich ein paar Fältchen um die Augen hier rum entfernen. Was werden wir noch tun? Wir werden auf jeden Fall die Zähne noch etwas aufhellen und die Lippen etwas röten, beziehungsweise mehr Lippenstift draufpacken. Wir werden unsere Haare aufhellen, damit die Highlights etwas besser herauskommen. Wir werden die Augen etwas vergrößern, wir werden vielleicht noch überflüssige Augenbrauen entfernen. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal. Und jetzt zeige ich euch einfach, wie man das alles macht. Um nun also als erstes unser Ausgangsbild in ein Camera-Raw-Einstellungsfenster zu öffnen, gehen wir in Photoshop auf Datei, öffnen als, wählen unsere Datei aus und wählen hier unten als Dateiformat Camera Raw aus, gehen dann auf Öffnen und das bewirkt, dass unser Bild zunächst in ein Camera Raw Einstellungsfenster geladen wird, wo wir diverse Einstellungsmöglichkeiten haben. Zuallererst werden wir jetzt anfangen, unsere Haut zu glätten. Das machen wir mit einem sehr, sehr wichtigen Retuschewerkzeug, und zwar dem Anpassungspinsel, den wir hier oben in der Leiste finden. Wenn wir darauf klicken, öffnet sich direkt ein neues Einstellungsfenster hier rechts, beziehungsweise neue Einstellungsregler. Und hier arbeiten wir mit sogenannten Pins, das heißt, wir gehen auf Neu, um einen neuen Pin zu setzen. Klack, den sehen wir hier. Und für diesen Pin werden wir jetzt Einstellungen vornehmen, und zwar die Hauteinstellungen, um Haut zu glätten, sind überall 0, bis auf den Klarheitsregler, den wir auf minus 100 drehen und die Bildschärfe auf plus 24. Den Radius können wir hier unten noch etwas vergrößern. So, und nun pinseln wir einfach über die Hautpartien rüber, die wir geglättet haben wollen. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch in dem Video, dass es doch schon einen gewaltigen Unterschied macht, ob man jetzt die Haut glättet oder nicht. Falls ihr den Effekt nicht ganz so heftig haben wollt, müsst ihr einfach den Klarheitsregler auf ca. 70, minus 70 bis minus 80 drehen. So, also pinseln wir über alle Hautpartien rüber, die wir jetzt geglättet haben wollen. Nicht zu vergessen sind natürlich die Hautpartien, wo wir so einfach nicht so einfach hinkommen. Beispielsweise, ups, hier über den Augen. Wir lassen natürlich die Partien, die scharf bleiben sollen, völlig außer Acht. Siehe Augenbrauen oder Augenwimpern oder auch den Mund. Nur hier über dem Mund muss noch ein wenig geglättet werden. So. Schon haben wir unsere Haut schön eben gemacht und geglättet. Das Schöne an diesem Anpassungspinsel ist, dass wir, wenn wir jetzt über diesen Pin fahren, wir sehen, wo wir überall lang gepinselt haben. Und wir sehen beispielsweise, zwischen den Augenbrauen haben wir vergessen zu glätten. Das heißt, wir gehen hier noch etwas rüber, so. Und wenn wir jetzt rüber gehen, aha, passt. Noch ein Vorteil des Anpassungspinsels ist natürlich, dass wir unsere Einstellung im Nachhinein immer noch verändern können. Das heißt, wenn unser Gesicht jetzt beispielsweise etwas zu hell wäre, könnten wir die Belichtung einfach runterdrehen und der Anpassungspinsel wird automatisch die Belichtung runterdrehen, wo wir überall rüber gepinselt haben. Machen wir natürlich in dem Fall jetzt nicht. Nun, als nächsten Schritt wollen wir jetzt unsere Augen etwas aufhellen. Das machen wir ebenfalls mit dem Anpassungspinsel. Und zwar setzen wir dafür wieder einen neuen Pin, daher wieder auf Neu.
zack, Pin setzen und Einstellung erstmal rückgängig machen, alles auf 0. Und jetzt, da wir die Augen heller machen wollen, drehen wir die Belichtung auf circa plus 40. Radius etwas kleiner, so. Und nun gehen wir über die weißen Partien der Augen rüber, um diese etwas aufzuhellen. Da die Augen in diesem Fall jetzt etwas schwammig aussehen, können wir den Klarheitsregler vielleicht auch noch etwas hochdrehen auf circa 40 bis 50 Punkte. Als nächstes werden wir unsere Zähne aufhellen. Das machen wir genau mit demselben Werkzeug. So, auch wieder auf neu. Pin setzen. Klarheit auf 0. Belichtung können wir ungefähr so lassen erstmal. Und dann gehen wir über die Stellen rüber, die wir aufgehellt haben wollen. Sprich, in diesem Fall sind das die Zähne. So, und als allerletztes werden wir den Anpassungspinsel nun noch für die Haare verwenden, um die Haare etwas aufzuhellen. Und daher wieder auf neu, Pin setzen, Klarheitsregler auf plus 50. Und die Belichtung können wir wieder auf 40 lassen. Die Größe passt mir etwas an, da wir jetzt etwas mehr Fläche auszufüllen haben. Und gehen einfach mit diesen Einstellungen über unsere Haare herüber. Und wir sehen schon, dass die Haare schön aufgehellt werden, die Highlights etwas besser herauskommen und allgemein etwas blonder aussehen. So, und schon haben wir die ersten Grundeinstellungen gemacht. Die nächsten Feinheiten werden wir jetzt in Photoshop weitermachen und dafür importieren wir unser Bild in Photoshop hinein, indem wir auf Bild öffnen klicken. So, und da wir im Camera Raw Einstellungsfenster mit unseren Haaren aufgehört haben, werden wir bei den Haaren auch direkt weitermachen. Und zwar können wir jetzt die Highlights bzw. die Leuchtfarbe der Haare noch etwas verstärken, indem wir einfach auf die Tonwertkorrektur Einstellungsebene gehen, dass sich die direkt über unserer Bildebene öffnet. Dann gehen wir immer mit Blick nur auf die Haare gerichtet, mit dem Weißregler etwas nach links, um die hellen Töne zu verstärken, und mit dem Schwarztonregler etwas nach rechts, um die Tiefen wieder etwas zurückzubringen. Anschließend, da wir nur den Effekt auf unsere Haare anwenden wollen, markieren wir hier unsere Einstellungsebene, wählen die Vordergrundfarbe schwarz, wählen unser Füllwerkzeug und füllen diese Ebene komplett schwarz aus, wie wir jetzt hier sehen. Das bewirkt, dass der Effekt im Moment gerade auf gar nichts angewandt wird. Nun müssen wir mit der Vordergrundfarbe weiß und dem Pinselwerkzeug über die Stellen hinübergehen, die quasi von dem Effekt betroffen sein sollen. Und das sollen ja natürlich die Haare sein. Und wenn wir hier hinübermalen, sehen wir schon, dass die Haare etwas aufgehellt werden und die Highlights etwas besser herauskommen. Und wir sehen auch an unserer Einstellungskorrekturebene, dass die Stellen, die jetzt vom Effekt betroffen werden, weiß markiert sind. Das Schöne an der Einstellungsebene ist, dass wir jetzt nach wie vor die Einstellung etwas variieren können und nur die Stellen betroffen sind, die quasi hier auf dem Tonwertkorrektur auf der Einstellungsebene weiß markiert sind. So, und ich denke, der Unterschied ist schon ziemlich deutlich. Vorher, nachher, vorher, nachher. Zum Zusammenfügen der Ebenen wieder drücken wir die Tastenkombination STRG-E. So, und nun können wir noch unseren Hautton etwas anpassen. Das machen wir mit unserer Farbton-Sättigungseinstellungsebene. Und da gibt es ein nettes Werkzeug. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber es ist ja, ich nenne das mal das Werkzeug mit dem Finger und dem Pfeil. Wenn ihr das markiert oder wenn ihr das aktiviert habt, könnt ihr quasi mit eurem Pipettenwerkzeug auf das Bild klicken. Und Photoshop erkennt die Farbe, auf die ihr quasi gerade drauf geklickt habt. Und wenn ihr dann die Maus haltet und nach rechts oder links zieht, verstärkt oder verringert Photoshop die Farbe, auf die ihr geklickt hattet. Ein sehr, sehr nützliches Werkzeug, gerade wenn Gesichter bei Fotos etwas rötlich sind, dann geht ihr einfach auf den rötlichsten Ton des Gesichts und dreht die Sättigung etwas runter. In diesem Fall wollen wir jetzt aber die Sättigung etwas hochdrehen, da das Bild etwas blass war. Da gehen wir ungefähr bei der Sättigung auf plus 7, wie wir hier sehen. Zum Zusammenfügen der Ebenen wieder mal STRG-E. Und als nächstes können wir uns jetzt um die Falten kümmern. Das machen wir mit unserem Ausbessern-Werkzeug. Übrigens, ranzoomen und rauszoomen könnt ihr auch mit einer Tastenkombination machen. Das mache ich zum Beispiel immer mit STRG, Alt und Maustaste nach vorne oder nach hinten. So kann man etwas schneller hineinzoomen. Wie gesagt, Ausbessern-Werkzeug findet ihr hier. Meistens ist das unter dem Reparaturpinselwerkzeug versteckt.
Und nun geht ihr einfach über die Falten rüber, beziehungsweise kreist die Falten ein und zieht euren markierten Bereich in einen Bereich rein, wo keine Falte zu sehen ist. Und Photoshop gleicht automatisch die Kanten an, so dass die Falten wie von Zauberhand verschwinden. So, das Ganze können wir noch bei dem anderen Auge etwas machen. Kleinen Krähenfüßchen hier. Wie gesagt, ich wende die Effekte jetzt alle etwas stärker an, als ich das normalerweise tun würde, damit ihr das in dem Video etwas besser nachvollziehen könnt. Ihr müsst selber entscheiden, wie stark ihr welchen Effekt bzw. welches Werkzeug ihr benutzt. Das Ausbessern-Werkzeug ist auch sehr gut dafür, kleine Härchen zu entfernen oder Pickelchen zu entfernen. Hier zum Beispiel gehen wir um die Härchen rum, die wir nicht haben wollen, gehen auf den Bereich, wo keine Härchen zu sehen sind, lassen die Maustaste los und automatisch wird das Haar entfernt. So, als nächstes können wir unsere Augen noch etwas vergrößern, was auf Porträtaufnahmen immer ganz schön aussieht, da die Augen natürlich der Blickfang eines Porträts sind. Dafür gehen wir auf Filter, Verflüssigen und unser Bild wird direkt in eine Verflüssigungsoberfläche reingeladen. Und hier können wir quasi hier rechts unsere Pinselgröße beeinflussen. Nehmen eine Pinselgröße, die natürlich etwas größer als die Augen sind, wählen hier oben unser Aufblasenwerkzeug und gehen wirklich mit dem Kreuz auf unsere Pupille bzw. auf die Iris dann, und das war zu doll, STRGZ zurück, und klicken wirklich noch einmal ganz kurz auf die Augen drauf, damit diese nur minimal vergrößert werden. Der Effekt ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich wäre sehr vorsichtig an eurer Stelle bei diesem Effekt, da zu große Augen natürlich sehr, sehr schnell unnatürlich aussehen können. Als nächstes werden wir jetzt unsere Augenfarbe etwas verändern, beziehungsweise etwas verstärken. Und dafür wählen wir hier unten, wie schon tausendmal bei Photoshop erklärt, eine neue Ebene. Nehmen unser Pinselwerkzeug, beziehungsweise erstmal unser Pipettenwerkzeug, nehmen unsere Farbe der ursprünglichen Auges auf. Dann gehen wir auf unser Pinselwerkzeug, wählen dann diese Farbe, die wir gerade eingestellt haben, und ziehen diese einfach etwas in einen etwas leuchterenden Bereich. Und klicken dann auf OK. So, passen unsere Größe etwas an und malen dann einfach über unsere Augen rüber. Sieht gerade noch etwas übertrieben aus. So. Und wählen dann bei der Ebeneneinstellungsmodus auf ineinander kopieren. Und wir sehen, dass unsere Augen jetzt schon etwas leuchtender sind. Der Effekt ist natürlich gerade etwas zu übertrieben. Daher gehen wir bei der Deckkraft natürlich wieder etwas runter. So. Vorher, nachher, vorher, nachher. Hat sich gelohnt. Als nächstes werden wir die selbe Methode mit den Lippen machen, also wieder neue Einstellungsebene, neue Ebene, Pinselwerkzeug, Farbe nehmen wir jetzt rot und gehen mit der roten Farbe über unsere Lippen rüber. So, ich mache das alles mal ein bisschen schneller. Gehen auf Blend Mode, ineinander kopieren, und wir sehen, dass der Effekt jetzt natürlich sehr, sehr stark ist. Daher gehen wir wieder auf Deckkraft und gehen mit der Deckkraft etwas runter. Dann sehen wir, dass der Effekt immer noch sehr stark ist. Und nun können wir dann mit einer Farbton-Sättigungs-Einstellungsebene nochmal die Farbe unseres Lippenstifts beeinflussen. Damit die Einstellungsebene wirklich nur auf die unterliegende Ebene angewandt wird, gehen wir mit gedrückter Alt-Taste zwischen die beiden Ebenen und klicken, sodass diese Einstellungsebene jetzt eingerückt wird. Dann können wir auf die Sättigung gehen und drehen die Sättigung der Rotfarbenebene jetzt etwas runter und können dann vielleicht noch den Farbton etwas der Lippen etwas anpassen. So, zum Zusammenfügen der Einstellungsebene wieder STRGE und die anderen Ebenen auch zusammenfügen STRGE, und so haben wir direkt erstmal
unsere Augen und unsere Lippen gefärbt. So, als letzte Feinheit können wir uns jetzt noch unseren Augen widmen. Und zwar wollen wir diese etwas größer erscheinen lassen, indem wir sie quasi nachschminken und etwas dunkel umranden. Das machen wir mit unserem Nachbelichterwerkzeug. Und dafür gehen wir zunächst auf den Bereich Tiefenbelichtung, ca. 29-30%. Und dann gehen wir mit diesen Einstellungen über unsere Wimpern rüber, sodass diese schön abgedunkelt werden. So, dann können wir dasselbe noch bei unseren Augenbrauen machen. Da diese in diesem Fall jetzt etwas heller sind als die Wimpern, werden wir nur den Bereich Mitteltöne abdunkeln und den Radius etwas vergrößern. So, und dann gehen wir einmal schnell über unsere Augenbrauen rüber und wir sehen, dass die Augenbrauen so auch etwas mehr zur Geltung kommen. Zu guter Letzt können wir noch einen kleinen Lidstrich hinzufügen. Das machen wir ebenfalls mit unserem Nachbelichterwerkzeug mit Mitteltönen. Da drehen wir die Belichtung etwas hoch auf 50%, nehmen einen ziemlich kleinen Radius und fahren einfach an dem Lidrand entlang. Ein paar Mal, sodass dieser so nachbelichtet wird, als hätten wir das Auge geschminkt. Dasselbe machen wir noch bei dem anderen Auge. Schönen Lidstrich ziehen. Ich bin selber erstaunt von mir, dass ich weiß, wie man sowas nennt. So. Und schon haben wir unsere Augen etwas nachgeschminkt und auch etwas markanter gemacht. Ja, ich denke, das Resultat lässt sich sehen, im Gegensatz zu dem Bild, wie es vorher aussah. Und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Und das nächste Tutorial kommt bestimmt. Auf Wiederschauen.